Dass Künstler so frei sind und so viel Freiraum brauchen, das ist ja auch wie so ein Klischee, finde ich. Also wir Künstler sind ja schon auch sehr strukturiert. Das ist halt einfach eine andere Struktur. Und wenn man in der Arbeit ist, denkt man überall. Also bist immer Künstler. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Schwierige eben mit Kind, dass du zu bestimmten Zeiten dich nur anschalten, also so richtig anschalten kannst. Wo ich Künstlerinnen in exponierteren Positionen kenne, sind es immer noch zum großen Teil ohne Kinder. Und zum Beispiel mein Masterstudium in London waren, ich sage jetzt mal, gut über 90% der Künstlerinnen, die da waren, haben sich gegen Kinder entschieden. Und gerade darum, um intensiver Kunst machen zu können. Das ist gut, Aufstellung. Das ist gut, die banalen Bedürfnisse der Kinder, wann haben sie Durst, wann haben sie Essen, wann müssen sie schlafen, hat fast zu 95% nichts mit meinem Bedürfnis von diesen ganzen Grundlagen zu tun. Dass dieser andere Zeitplan, der außerhalb meiner liegt, die ganze Zeit mitläuft. Die dauernde Fürsorgepflicht, aber auch gleichzeitig dieser dauernde Strom von Liebe auch, ne, der einfach ständig da ist. Ne, so. Ich habe schon während des Studiums das Kind bekommen und dann war die Zeit mit dem Experimentieren oder stundenlangem Kaffee trinken mit Kommilitonen vorbei, ganz einfach. Ich musste sehr genau auswählen, was ich mache, was mir was bringt auch. Wir haben einfach 92 angefangen und haben wirklich zu dritt, jeder mit Baby oder Kleinkind, hier auf dem Hof in einer Gemeinschaft gelebt. Eine macht die Wäsche. Stimmt. Die andere kocht. Richtig. Die dritte kann dafür Kunst machen. Man muss sich den Raum schaffen, das auch wirklich zu machen, dem nachzugehen, wo man dran interessiert ist. Das ist, wenn, dann gibt es nur diese Botschaft. Dass man nicht sich von den widrigen Umständen, die hat ja jeder Mensch, auch Künstler, die keine Kinder haben, die haben mit diesen alltäglichen Dingen von Geld verdienen und von wie die Miete und es ist ja haderig auch, ne? Es gibt halt hier nicht diese Vorurteile, mit denen man ja sonst konfrontiert ist als Künstlerin mit Kind. Du hast ein Kind, wie soll man das schaffen? Das geht ja gar nicht. Und